Abend, Figo, und herzlich willkommen zu einem brandneuen Video. Warum sitze ich jetzt hier am Klavier und belästige dich hier mit meinen Tönen? Es geht einfach um das Thema Scheiß auf Zeit. Eine der wichtigsten und effektivsten Methoden, um produktiver zu werden in deinem Leben, ist es, indem du anfängst, auf Zeit zu scheißen. Weil immer wieder, vor allem als ich neulich das Video gepostet habe, was ich so den ganzen Tag über mache und so weiter, schreiben Leute, hey, wie schaffst du das alles unter einen Hut zu kriegen und so, das geht doch gar nicht und so. Doch, das geht ganz einfach, indem ich nämlich anfange, nicht mehr die Zeit zu berücksichtigen, sondern mehr die Ergebnisse. Und ich werde dir jetzt am Beispiel des Klavierspielens zeigen, was ich meine. Es ist aber auf alles andere auch übertragbar, aufs Training, aufs Finanzielle, auf deinen Job, auf was auch immer du es übertragen willst, ja. Und zwar früher habe ich auch mal diesen Fehler gemacht und das, warum das Ganze immer noch so prävalent ist in unserer Gesellschaft, erkläre ich dir dann auch noch gleich, dass ich jetzt zum Beispiel gesagt habe, okay, ich spiele jetzt heute eine Stunde Klavier. Ja, ich spiele jetzt eine Stunde, zum Beispiel hier, was ich gerade gespielt habe, Rachmaninow und übe das Ganze und versuche eine Stunde halt so gut es geht, das Ganze zu spielen. Also sozusagen zeitorientiert. So, da habe ich mich hingesetzt, ganz normal. So, habe mit den Noten geübt und so weiter, so wie ich es dir gerade gezeigt habe. Dann hatte ich hier mein Handy, habe ich jetzt noch exemplarisch hier mit dabei. Und dann gucke ich alle paar Minuten drauf, okay, jetzt habe ich halt 5 Minuten gespielt oder jetzt habe ich halt eine halbe Stunde gespielt. Und dann irgendwann nach einer Stunde bin ich dann fertig und gehe raus und mache wieder was Neues. Und das, dann denkt man irgendwann nach und sagt, sag mal, wie viel Sinn macht es eigentlich, das Klavierspielen nach der Zeit zu beurteilen, weil ich will ja das ganze Stück spielen können. Das, mein Ziel ist es ja, schöne Musik zu machen und dieses Lied spielen zu können. Und das passt einfach nicht, wenn ich das irgendwie an eine Stunde Zeit koppel, habe ich gemerkt. Und dann habe ich angefangen, das anders zu machen. Und seitdem ich das mache, bin ich viel besser geworden im Klavierspielen, einfach weil ich viel mehr Stücke spielen kann und sie mir auch schneller aneignen kann. Und je schneller, das weiß jeder Klavierspieler, je schneller man sich ein Stück aneignen kann ohne mit Noten, desto schneller kann man dann auch die Noten weglassen und kann das Stück dann ohne Noten spielen und dann anfangen, richtig musikalisch das Ganze anzugehen. Ja? Und das war, wie ich das gemacht habe, dass ich einfach gesagt habe, hey, ich übe einfach jeden Tag eine Zeile. Ich muss jeden Tag eine Zeile perfekt können, die ich hier von diesem Stück. Es ist natürlich je nach Schwierigkeitsgrad, wenn das Stück besonders schwer ist, das Stück hier von Rachmaninow geht eigentlich so. Wenn es jetzt ein besonders schweres Stück ist, dann könnte ich auch sagen, okay, ich lerne jeden Tag eine halbe, ja, nur ein Takt oder nur zwei Takte oder halt nur einen halben Takt, was auch immer es ist. Und dann ist das Ganze nämlich ergebnisorientiert und nicht mehr zeitorientiert. Weißt du, wir Menschen heutzutage, wir sind immer noch so sehr in diesem Zeitfokus, ja, ich gehe jetzt eine Stunde lernen oder ich gehe jetzt zwei Stunden für die Prüfung büffeln oder ich muss jetzt 3 Stunden lang auf das und das achten und das befolgen oder ich werde für meinen 8 Stunden Arbeitstag bezahlt und das Ganze, diese Fokussierung auf Stunden, auf Stundenlohn ist oder jetzt stundenlang zu lernen und so, das kommt im Endeffekt, wisst ihr, wie lange das eigentlich zurück ist? Das ist industrielle Revolution. Ja, industrielle Revolution, wo man damals angefangen hat, Dinge massenhaft produzieren zu können und gesagt hat, hey, dieser Arbeiter kann in einer Stunde so und so viel Autoradteile zusammenbauen, deswegen ist die Arbeit so und so viel wert. Aber wir sind schon lange nicht mehr in der Zeiten der industriellen Revolution, sondern wir sind in einem Informationszeitalter und man kann die Arbeit, die wir leisten, ganz oft, die kann man nicht mehr messen anhand der Zeit, die wir investieren, sondern die muss man nach dem Ergebnis messen, ja, beziehungsweise sein Ergebnis muss man einfach berücksichtigen. Und deswegen ist es so unglaublich viel effektiver, wenn ich einfach sage, heute will ich diesen Takt schaffen oder heute will ich diese Zeile schaffen, dann schaffe ich sie manchmal schon in einer halben Stunde, ja, und dann kann ich einfach aufhören, wieder was anderes machen und am nächsten Tag hole ich mir die nächste Zeile und so weiter und so fort. Und ich bin viel effektiver so, dann fokussiere ich mich auf das Ergebnis und gucke auch nicht die ganze Zeit immer aufs Handy, ob ich es jetzt schon gemacht habe und so weiter. Deswegen einfach nur die Message dieses Videos, scheiß auf die Zeit, so oft du kannst. Natürlich weiß ich selber, dass das häufig auch nicht geht, dass man häufig natürlich sich auch, dass man noch gebunden ist an eine feste
Abmachung oder an eine feste Zeit, aber wenn es ums Lernen geht zum Beispiel, dann kannst du doch auch einfach sagen, ich will heute diese und diese Formel lernen oder das und das verstehen. Und du musst nicht sagen, ich muss heute eine Stunde lang lernen für meine Prüfung. Das ist kompletter Bullshit, meiner Meinung nach. Ja, am Beispiel des Klaviers wollte ich das einfach mal erklären. Und damit ich jetzt nicht weiter deine und meine Zeit stehle mit diesem Video, lass mich jetzt in Ruhe weiter Klavier spielen. Abonnier den YouTube-Kanal, wenn dir meine Tipps helfen. Und wir sehen uns am Strand. Dein Kollege Barkowan.